Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Ja, okay. Wir müssen zum Lager der Überlebenden. So, muss ich jetzt hier abspringen, oder? Ne, es geht noch weiter. Alter, wir hatten das hier alles auch gebaut. Der verlassenen Insel hier. Nein. Hallo? Alter, bin ich gerade erschrocken. Okay, dann gehen wir mal. Dann warte mal näher an den Balken hin. So, hier hin. Hier ranbinden. So, na toll. Schluss hier mit der chilligen Fahrt. So, warte, ich muss mal kurz an dem Ohr kratzen. Ah, so. Und weiter geht's. Oh, Munition. Ach, hier einmal. So, und jetzt soll ich wohl hier hoch, oder? Das fällt ja gar nicht auf, so gelb. Vor allem die ganze Anlage so voll in der Luft. In so einer luftigen Höhe. Es ist zu ruhig. Ja, eben, das sehe ich mir eigentlich auch schon lange. So, ich gehe runter und dann kommen wohl gleich welche. So, los geht's. Irgendwas Explosives oder so da hinten. Ich habe meinen Double Kill hingelegt. Nein, ich wollte nachladen, nicht hier die Munition aufnehmen. So, oh, oh, oh. Oh, okay. Oh, ist mich trotzdem noch weg. So, guck mal hier. Na komm, das war doch. Das war aber voll in den Kopf rein. Wow. Was geht da ab? Nee, das Teil rollt lieber nicht zu mir. So, der da. Oh, der liegt da. Hallo, der da. Der bewegt sich. Hallo? Oh, warum ist das gleich explodiert? So, komm an. Es hat Boom gemacht. Okay. So, einmal schön in den Kopf. Guck mal, da kommen unendlich viele. So, der da drüben. Oh, ich hab nur das letzte Magazin drin. Oh, hallo, jetzt kommen aber hier die Trophäen. Eine kleine Trophäenhagel. So, was geht bei dem ab? Oh, automatischer Wechsel von der Waffe. Okay. Nein, nicht schon hier mit dem blöden MG hier. So, wo geht's weiter? Na! Boah, ich wollte gerade sagen, der zielt auf mich. Ja, ich sollte auch schnell wegrennen. Wie der da über den Kopf hängt. So, ja, wiederhole ich halt nochmal. So, wie der Alex Facher. Zeig, 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 zeig. Wow, was für ein Sprung.
Alter, die Lara, die geht ab, Mann. Oh, okay. Und hier wieder rüber, oder? Wow, sehr schön. So, oh, oh, nicht in die Spitzen rein. Oh, ah, nein, nein. Wow. Okay. Ah, ja, ja, das kann ja was werden. So, und eine Runde baden. Hui. Pumpe raus. Zack. So, und einmal hier schön aus dem Bad raussteigen. Jo, das geht mal wieder richtig schnell hier, abwärts. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Naja, die hatten vielleicht einen leichteren, aber ich hatte einen schnelleren. Haha. Zeit ist Geld, meine Freunde. Obwohl, schau mal. Ach doch, wir sind schon fast unten. So, neues Lager entdeckt. Lager der Überlebenden. Müssen wir gleich da sein. So, da drüben haben wir noch eine Kiste. So, hier schon überall schön Sand. Okay, wenn wir uns mal kurz hier hinstellen. So, die Zeit nehmen wir uns. Oh. Ich höre wohl den Schiffsmotor, der nicht so richtig anspringt. Jo, sieht doch ganz schön aus hier mit der Sonne und so. So, der Lager ist auch ein bisschen kalt. Okay, Alter, was? Oh, Alter, guck mal, das Riesenschiff da, ey. War das unseres? Nee. Ich habe so ein Kampfschiff, da sind ja so hier so Bewaffnung drauf. So, hier kann man springen, okay. War aber auch nicht so schlau, oder? So, eigentlich wollte ich hier hin. Oh, zweites Teil vom Gewehr. Okay. So, da drüben haben wir auch noch. So, kommen wir mal hier. Zack. Oh, da drüben haben wir noch was. Hier sind lauter Kisten. So, Munition nehmen wir auch noch mit. So, und die andere Kiste. Oh, steht da ein Panzer. Ein alter Panzer, okay. Alles klar. So, wo hatten wir denn die eine Kiste? Hier. So, nochmal ein Teil von der Schrotflinte. Es lohnt sich schon ein bisschen rumzuschauen. So, holen wir hier noch was raus. Hallo? Irgendwie spackt das gerade so ein bisschen. So, am Lager selber haben wir nicht so viel. Wenn wir uns hinsetzen, gibt es einen Fähigkeitspunkt auszugeben. Ah, hier brauchen wir noch ein bisschen was. So, hier auch noch zwei weitere. So, dann gehen wir mal in Überleben rein. So, was gibt es hier am besten? Zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern. Okay. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig? Ja. Aber das mache ich ja nicht so oft. Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Das hört sich gut an. Das machen wir mal. So, in der Ausrüstung, was kann man da Tolles machen? So, was soll ich jetzt als nächstes nehmen? Das habe ich ja voll. Das da, außer den Salvenmodus, den brauchen wir jetzt ja noch nicht unbedingt. Jo, das benutze ich eigentlich auch ein bisschen oft. Deshalb würde ich sagen, was haben wir hier? Gepolsterter Schaft. So, Stabilisierung. Okay, hört sich ganz gut an. Hier haben wir Klebeband Doppelmagazin. Denken wir, das ist mit schneller Nachladen dann. Ja, ist ein Nachladetempo. Und hier polierte Auswaffe, der die Schussfrequenz erhöht. Ich würde erstmal sagen, hier den Schaft, damit die nicht so rumsprayt oder so streut. Mein Sprayen ist ja eigentlich was anderes. So, dann gehen wir wieder rein. Alter, der Motor, der springt nicht an. Versuchen es schon 10.000 Mal. Ach, die sind gar nicht hier drin. Okay. Ich habe schon gedacht. Ross. Ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Jo, okay. Die Rice, die mag mich nicht so. So, und Munition. Kann man noch mitnehmen?
Okay. So, wo sind die? Ach, hier. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance. Er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. So, okay. Wir sollen zu den Galonen gelangen. Ich würde gern das Geschütz zum Laufen bringen. Okay, ich montiere das alles ab. So, oh. Wir können ja schon über den Steg laufen, der noch komplett ganz ist. So, das meine ich natürlich wirklich, dass ich da gleich runterfalle, weil der Sprung schon ein bisschen übel ist. So, was labern die hier noch? Egal, wir sind schon weg eigentlich. Ich habe gedacht, die reden da nicht so lange weiter. Aber tun sie wohl doch. So, einmal hier. Oh. Zack und zack. So. Okay. Bin gespannt, wie wir hier noch zurückkommen. Okay. Warum ist jetzt. Okay, sie fällt ins Wasser und stirbt. Alles klar. Aber warum ist jetzt komisch gesprungen und dann runtergeflogen? Darauf war ich jetzt nicht so ganz gefasst. Was haben wir hier noch? Ach so, ich hätte da wohl rüberspringen müssen, oder? Statt hier nach oben hätte ich hier rüber müssen. Ah, okay. Okay. Auch ein bisschen seltsam. Wer zum Teufel sind Sie? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nach. Keine Funktion, ich zeig's dir. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch nicht gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwann so, schon der zweite. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Steht denn der zweite Typ? Ach, komm an. Knall mal den um. Und mit wem hat er geredet? War doch nur einer. Nein, Fackel aus. Ich wollte ihn doch nur plündern. Ach, da ist er. So, kann ich den runterkicken? Das wäre doch geil gewesen. So, und jetzt so. Uah. Na, come on. Flieg runter. Ich wollte ihn gerade noch kurz plündern, aber. Na gut, der ist schon in den sieben Weltmeeren. Oh, nein, nach rechts. Wollte nach links. Aber da geht's nicht weiter. So, Alter, das Boot hier ist schon ganz schön zerfressen. So sieht's gerade aus, Mann. Da ist er. So, da ist wer? Wo? Oh, guck mal hier. Können wir da hochklettern? Das ist auch mal cool. So, und welches war nochmal unseres Boot? Unseres Boot, voll Deutsch, Mann. Okay, hier sind ganz schön viele Boote. Hier eins, da ein großes. Da ein ganz großes. Oh, Lara, ganz ruhig. So, okay, was macht er hier? Warum hängt der da oben? Das habe ich auch noch nie gesehen.
So, und wo sollen wir hin? Sollen wir da rüber? Oder auch nicht? Okay. Wo muss ich hin?